Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Akatoso, beim Clan Spätz mit Soße. Ja, es geschehen noch Zeiten und Wunder, ich hätte es nicht geglaubt. Aber es gibt ein paar super, super Neuigkeiten und die seht ihr sicherlich nicht wirklich hier. Denn hier gibt es nicht Neues, For You, Events und News. Aber es gibt doch noch etwas Neues, denn wenn man die Sprache auf Deutsch und auch einigen anderen Sprachen jetzt umstellt, ich glaube Französisch, Portugiesisch, dann findet man diese Registerkarten hier endlich auch. Und es gibt auch endlich dann die richtigen News hier auch in den dementsprechenden Landessprachen. Es ist noch nicht ganz vollendet, aber Supercell hat mich erhört, hat lange genug, glaube ich, sich mein Gemeckere angehört, dass es die News hier nicht in Deutsch gibt und auch in anderen Sprachen. Ich meine, sie sind hier immer mit drin, aber ja, hier unten steht natürlich genug gescrollt, hier gibt es nicht mehr zu sehen. Okay, das ist im Englischen noch ein bisschen anders. Das können wir nochmal überprüfen. Wartet, ich schalte nochmal um. Auf Englisch, also Englisch ist, glaube ich, nach wie vor die führende Sprache hier, aber sie kommen nach und das finde ich wirklich, wirklich gut. Finde ich wirklich, wirklich gut. Also hier im Englischen können wir immer noch ein bisschen runterscrollen und können hier auch sagen, load more. Dann sehen wir nämlich hier die Gespräche von Darian und Sarah, beziehungsweise diesen Comic. Additional Updates, also alles schon ein bisschen älter, aber man kann hier nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit reingreifen. Und das muss ich sagen, Daumen hoch für Supercell hier. Haben sie super gemacht und ich hoffe nicht, dass es auf mein langen Gemeckere ist, denn ich habe echt lange darauf rumgehackt, dass es die deutschen News nicht so wirklich gibt und in Frankreich und Portugal, glaube ich, Indonesien ist es, da ist das ganz, ganz ähnlich. Es fehlt immer noch die Registerkarte For You, die gibt es ja, das sind diese Tipps und Tricks, die man für das im Moment befindliche Rathaus hat und die sind auch immer ganz, ganz interessant. Also gerade Judus Loth macht hier sehr, sehr gute Videos. Wie setzt man die Maschinen richtig ein? Vielleicht ist es ja ein bisschen besser als ich. Oder auch der Halo hier, How to use Electro Dragon. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das könnten sie dann in Deutsch und in anderen Sprachen auch nachholen. Ich hoffe, das wird auch noch so kommen. Ja, ihr seht hier mein Dorf. Wir sind im Clankrieg. Ich habe zwei Angriffe, aber ich habe einen Bauarbeiter frei. Und was richtig cool ist, ich habe endlich 280 Truppen. 280 Truppen. Okay, die habe ich noch nicht ganz ausgefüllt. Da, 560. Wo sehen wir es eigentlich hier? Wir sehen es an den vier Lagern. Ich habe alle vier Lager fertig. Endlich. Muss ich mal so sagen. Und ich bin auch schon dabei, die Elex-Lager hier hochzuziehen, denn ohne die Elex-Lager nichts mit Forschung hier im hohen Bereich. Was mich ein bisschen wundert, muss ich sagen, der Mauerbrecher ist teurer als der Magier. Ist auch der Hammer. Der Magier kostet nur 11 Millionen, Elex, der Mauerbrecher kostet 12. Also ist er scheinbar etwas wichtiger als der Magier. Na, sei mal dahingestellt, aber ich konnte nicht so wirklich viel mit meinem Elex im Moment forschen. Ich meine, der Babydrachen wäre gegangen, der Elektrodrachen wäre gegangen. Das sind nicht so richtig meine Truppen. Und deswegen hatte ich mich ja entschieden, erstmal die Karre hier weiter zu leveln auf Level 3. Und wir werden in jedem Fall, denke ich mal, unseren freien Bauarbeiter irgendwo in die weite Welt schicken. Ich muss mal eben schauen. Den machen wir eben leer, sonst holen wir hier ein bisschen zu viele Bonus rein. Also 10 Millionen Elex und 8 Millionen Gold. Ich gucke mal, was ich machen kann. Ich bin mir ganz, ganz unsicher, ob ich hier mit dem nächsten freien Bauarbeiter, der ja schon in 3 Stunden 44 frei wird, mal wieder eine Kaserne mache. Ich kann mich, eigentlich kann ich mich nicht zu durchdringen. Denn die Kasernen gehen mir, muss ich sagen, okay, da sind zwei drin. Die Kasernen gehen mir ein bisschen auf den Senkel. Denn 12 Tage nur mit verengten Truppen, also die Truppen, die so ein bisschen länger brauchen, hier zu arbeiten, da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Deswegen würde ich sagen, wir machen mit Elex hier zwei Mauern. Wir machen mit Elex zwei Mauern, holen dann noch den Rest Elex hier jetzt einmal raus.
Und ich würde trotzdem sagen, wir machen hier mit dem nächsten freien Bauarbeiter ein Elex-Lager, denn wie gesagt, ohne viel Elex keine Forschung. Also stoßen wir den hier an, 7 Tage und fahren jetzt mal ein bisschen rum. Ui, da ist ja unser Gegner, ja. Ich werde auf jeden Fall das Luftschiff jetzt noch ein bisschen verbraten. Das hat einfach den Hintergrund. Ach, ich hab gar kein Luftschiff. Okay, also eigentlich habe ich immer eins fertig, weil bei uns fordert kein Mensch mal ein Luftschiff an. Kein Mensch fordert hier mal ein Luftschiff an. Und deswegen baue ich im Moment die Belagerungsmaschinen eigentlich ausschließlich mit. Oder baue ich eigentlich ausschließlich die Belagerungsmaschinen. Also müssen wir hier erstmal ein bisschen fahren und mal sehen, wo die Queen jetzt hineiert. Wir können, denke ich mal, hier schon so ein bisschen aufmachen. Und die Queen, die darf uns natürlich nicht sterben hier. Macht sie auch nicht. Okay, dann gehen wir mal hier mit unseren restlichen Truppen rein. Einmal hier die Mauerbrecher gesetzt und die Golems. Einmal das hier und wir ziehen die Maschine einfach mal nach. King dabei. Queen immer noch in Rage. Jawohl, das kriegen wir hin. Die Base ist echt schwach, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier oben immer noch so schwache Bases treffe. Und dann holen wir hier jetzt auch einmal die... jetzt zünden wir unseren Warden, denn unsere Karre wird gleich aufgehen, denke ich mal. Ah, da ist er auf. Ich weiß nicht, was drin ist, aber egal. Ich weiß nicht, was genau drin ist. Und aber wie gesagt, ich wollte einfach mal so ein bisschen darauf hinweisen, dass es deutsche neue News gibt. Und ich finde es wirklich, wirklich gut. Also ich danke Supercell 1000-mal dafür, dass wir jetzt auch so ein bisschen aktueller gehalten werden und uns auch so ein bisschen, ja, ich muss sagen, so ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Denn viele, viele andere Länder hatten die ganze Zeit die News in ihrer Landessprache und man musste sie vor allen Dingen immer in den anderen Sprachen lesen, wer dann Französisch kann oder Portugiesisch oder, Portugiesisch ist jetzt erst da hinzugekommen und die anderen Sprachen konnte, der konnte das natürlich schon immer lesen und in Englisch sowieso, da waren die News immer super, super aktuell, sind sie auch immer noch. Es fehlt ja noch die Registerkarte for you bei Portugiesisch, Deutsch und auch Indonesisch ist es, glaube ich, ich müsste genau nachgucken, welche Sprachen jetzt geändert wurden, aber ich finde, das ist ein super, super Anfang, dass sie es überhaupt gemacht haben und es freut mich ungemein, dass ich jetzt in meiner Sprache vor allen Dingen auch die Sachen lesen kann. Ich weiß, ich habe immer noch auf Englisch gestellt hier, Bodentruppis, so, ich traine nochmal nach, ja, passt so. Also ich habe immer noch auf Englisch gestellt, denn nach wie vor habe ich so ein bisschen das Gefühl, es sind noch die aktuellsteren News, aber die anderen kommen alle nach. Und das echt mal einen Daumen hoch für Supercell. Machen wir den nächsten Angriff. Genau einer nach unserem Geschmack hier. Bisschen abgefarmt. Oh, sorry. Wie gehe ich denn davor? Habe ich was? Ich habe keine eigene Karre. Okay. Ich produziere im Moment Karren, wie blöde, selber nach und deswegen glaube ich, dass wir hier unsere Truppen einfach mal so reinschicken können. Die Base ist jetzt abgefarmt und ich denke mal, da könnten wir Erfolg haben, wenn die Mauerbrecher da durchgehen. Ja, das machen sie auch. Okay. Orden hinterher. Den dicken und 4. 4 Päcker. Ja, 4 Päcker. Alles super. Mal sehen, wo wir hier für uns aufmachen. Ich denke mal, machen wir auf der Ecke hier auf. Dann kriegen wir noch ein bisschen von der hinteren Seite. Ah, das sieht ganz. Ah, hier gibt es auch nicht echt. Hier gibt es nicht wirklich viel Feuer. Mal sehen. Ich muss noch eine einzige Tat hier hinter mich bringen. Das ist nämlich 20.000 dunkles Sammeln. Und wo nehmen wir jetzt hin? Ja, komm, wir nehmen hier den Heilzauber. Wir nehmen ruhig den ganzen Zauber ruhig mit. Hier haben wir noch 4 Bogies. 4 Bogi. 1, 2, 3, 4. Die nehmen wir da mal auf der Ecke. Und jetzt zünden wir einmal unsere Helden hier und haben. Wo haben wir denn hier noch was frei? Da. Ja, dauert noch.
dauert noch ein bisschen mit meinem Wut. Ich denke mal, den setze ich hier bei der Queen, Warden und dem Packer. Jetzt erstmal nach außen latschen. Oh, super. Ach, dann latschen nach außen. Naja, egal. Es ist nicht ganz so schlimm. Ich glaube, die Packer werden sie trotzdem reißen. Oder vielleicht den King hier. Irgendeinen muss ich noch wuteln. Der Packer da geht, oder die Packerin geht nach außen. Wir wuten hier nochmal die Queen durch. Komm. Einmal durch die Mauer. Zwei Defenses noch. Komm. Eine Defense. Die zweite Defense. Ja. Jawohl. Klappt. Super. Also, ich habe meine Helden hier geschont und hab zwar jetzt keinen aktuellen Boost an, aber ich kann auch einen dritten Angriff machen, damit wir hier endlich dieses Clanspiel auch beenden können. Okay, hier ist er. Unser 5339er Dunkler. Und wir gucken mal. Ah, jetzt habe ich meine eigene Karre dabei. Okay. Ich denke, wir gehen trotzdem über die Queen-Seite hier rein. Mal schauen. Also, ich muss auch meine Queen setzen. Sonst gibt's für die Heiler nichts zu heilen, ne? Ich gehe hier auch ganz behende über die Ecke hier rein. Also, was heißt behende? Relativ bewusst gehe ich über die Ecke rein. So, mal sehen. Meine 6 Magier gedroppt, den King hier noch reingezogen. Und dann kann das hier eigentlich ja nur noch in diese Ecke reingehen. Oh, King habe ich gerade vergessen. Okay, da machen wir hier mal 4 Sachen auf. Das müssten die Sachen hier sein. Und hier hauen wir ein bisschen Gift mit rein, mit in die Mitte. Wo ist eigentlich unser Warden? Keine Ahnung, wo der Warden ist. Aber mal sehen, hier in der Mitte ist, glaube ich, der Heil ganz gut untergebracht. Und wir brauchen, glaube ich, noch 3000 Dunkles oder so. 3000 Dunkles, also nochmal hier etwas gezündet. Und wo sind unsere Truppen? Ah, die Päcker hinher. Die wissen auch nicht genau, wo sie hinwollen. Mal hierhin, mal dahin. Jetzt gehen sie doch nach innen. Queen jetzt doch außen. Dann nehmen wir hier nochmal den Wutzauber auf 2, 3. Ja, auf 2 Packers. Ist das ja in Ordnung. Ah, da kann ich den Lucky natürlich nicht setzen da oben. Das wäre ein bisschen blöde. Und da in der Ecke auch nicht. Ah, hier sind überall Luftabwehr in der Ecke. Mann. Ah, muss ich noch ein bisschen warten. Ich muss noch ein bisschen mit meinem Cleanup. Mit meinem Cleanup Lucky warten. Aber, die Queen da oben ist in leichten Schwierigkeiten, aber nur leicht. Ist nicht ganz so kritisch. Die können wir jetzt zünden. Dann macht ihr den Inferno da weg und dann können wir hier auch unseren Cleanup Lucky setzen. Ich denke, bis dahin ist auch hier unten die Luftabwehrgeschichte. Ja, dann haben wir das Clanspiel glücklicherweise doch erledigt. Mann, hat echt gedauert. Aber wir haben hier über 5000 Dunkles bekommen. Und ich glaube, die Base haben wir noch ganz gut gemacht. Ich denke, die Farmfolge hier mit den Infos, vor allen Dingen den News hier, vielen, vielen Dank an Supercell. Also das hat mich wirklich, wirklich gefreut, als ich das heute Abend gelesen habe. Ich habe es übrigens auf Twitter zuerst gelesen, dass dort eine kleine Wartung war, beziehungsweise es war die Wartung. Und dann gucke ich immer kurz mal bei Twitter nach, was waren da mit den News hier. Und es hat mich wirklich gefreut. Okay, den haben wir abgeschlossen hier. Hat keine 2 Tage gedauert, aber egal. Es hat mich wirklich gefreut. Ich habe es auch nochmal umgestellt. Also, Neues gibt es hier. Es gibt die Ereignisse und es fehlt eigentlich jetzt noch hier rechts neben den Ereignissen für dich oder for you. Keine Ahnung. Ich hoffe, das kommt noch. Ich denke, Supercell ist auf dem richtigen Weg, das Ganze auch noch zu aktualisieren. Ich freue mich, dass ich angehört wurde. Nein, vielleicht war es nicht von mir, sondern von jemand anders. Aber egal, von wem es war. Ich sage erstmal bis dahin, euer Toto. Clasht.